Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Engineers hier bei Micro TV zusammen mit dem Ice Dragon. Und dem Heiko natürlich. Natürlich. So, meine Mühle dreht sich, Heiko. So, ich soll craft a timber tool head for sawmill. Also ein timber tool head soll ich herstellen. Okay. Achso, hier ist der Mahlstein. Und ich baue mir erstmal ein Bett jetzt. Ich will nicht oben auf der Buchs bauen und nicht mehr irgendwo nirgendwo. Das hätten wir bestimmt wieder an dieser komischen Schmiede hinten herstellen, aber bestimmt wieder irgendwelche Barren dafür. So, weißt du, wo ich mein Bett hinstelle? In den Keller meines Towers. 30 Metallteile. Boah. In die unterste Etage des Towers kommt mein Bett rein. Ich möchte mal erwähnen, welche 30 Metallteile haben. Wow. Für einen Timber Tool Head. Gibt's noch einen Plank Tool Head? Gibt's ja auch noch. Weil Timber sind ja die Balken. Ja. Aber Plank gibt's ja auch noch. So, dann machen wir mal noch mal ein paar Metallteile. Ich sag ja, jetzt brauche ich hier Unmengen an Metallteile in nächster Zeit. Das ist schrecklich. So. 30, dann machen wir mal hier einen. Oder der dauert ein bisschen länger, bis er fertig ist, okay. Ja, wie das denn niemals was, ey. Das zeigt wieder so ein Haufen Schrott, den ich ablegen muss hier, ne? Weil eine Erntemaschine habe ich noch. Jetzt habe ich hier 4 Räder, 4 Achsen, Erntemaschine, weißt du? Allen möglichen Blödsinn im Inventar. So, jetzt habe ich hier den Aufsatz, den kann ich jetzt hier ranklatschen. Ich bin mal am überlegen, wie ich da jetzt hochkomme, ja. Ah, den zeigt er sogar an. Cool. So. Wenn ich da jetzt auch mal einen Baumstamm drin mache, zersägt er. Hm. Oh, das ist ja geil. Das Geile ist, Heiko. Ja. Wichtig ist dabei zu beachten, wenn du einen Baumstamm hier reinmachst, den zersägt er dann automatisch in der Mühle. Du brauchst nicht mehr irgendwas in Auftrag geben. Du machst nur den Baumstamm rein, Input, kommt der direkt beim Output raus. Wow, wow. Und das Geile ist, ich kriege für einen Baumstamm 12 Balken. Das ist nice. So. Meine Frage jetzt bloß, wie komme ich auf den verdammten Turm rauf von außen? Treppe bauen. Ja, habe ich gerade versucht. Läuft nicht ganz so einfach. Tja. Dann Pech gehabt. Obwohl, ich könnte es mal probieren. 7. Ich muss eine Länge von 5 Blöcken haben. 1, 2, 3, 4, 5. So, also Mühle würde erstmal soweit funktionieren. Allerdings soll die jetzt noch ins Haus eingebaut werden, Heiko, ne? Ja. Das ist ja jetzt das Kunststück, das ganze Ding jetzt ins Haus zu integrieren. Das ist jetzt das große Kunststück daran. Im Endeffekt soll sie sich nämlich da hinten am Haus drehen. 8. Da hinten am Haus soll sie sich drehen. So. Müsste aber machbar sein. Hey, ich bin oben. Sehr gut. So, ich muss jetzt meine ganze Mühle wieder abbauen erstmal, von oben bis unten. Vorher kann ich es natürlich nicht ins Haus einbauen. Ja. Also erstmal das Mühlrad und natürlich wieder Linst Oil weggeschmissen jetzt natürlich wieder, ne? Ich habe tatsächlich keine Stöcke mehr, ey. Oh, das habe ich auch schon gehabt. Vor allem, wo ich unten den Zaun um mein Haus da unten gebaut habe und das Dings gebaut habe, hier auch die Zäune fürs Feld, hatte ich auch ganz schnell öfter mal keine mehr gehabt. Ich habe ja aber keine Stöcke mehr da. Naja, du wirst dir wohl ein paar Stöcke besorgen können. Nee. Aber du bist ja auf dem Berg, stimmt. Ja, aber hier stehen so ein paar kleine Büsche. Warum hast du ja nicht viel, um Stöcke zu besorgen? Brauchst etwa einen Stocklieferanten? Ja. Ja, komm, nimm's. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen gereicht für das, was ich jetzt brauche da. Es ist schön, dass man das so schnell abbauen kann, aber ewig brauchen wir es aufzubauen. Boah, fast den kompletten Berg hinunter geklatscht. So, Heike, schon ist die ganze Mühle wieder abgebaut, ne? Ja, so.
ganze Mühle wieder zerlegt. So, jetzt muss die ins Haus rein. Das wird jetzt witzig. Das sieht mega geil aus, ey. Aber ich muss noch mal gucken, habe ich da irgendwo was gesehen gehabt, womit ich das umschalten kann? Hier sind die ganzen Mühlenblöcke jetzt. Keine Steine mehr, keine Stöcke mehr. 5000 Mühlenblöcke hier. So. Das und ist keine Steine mehr. Mechanical Sawmill. Normale Mechanical. Mechanical Gristmill und Mechanical Sawmill. So, dann haben wir hier. Was gibt's denn hier? Ein horizontal Mechanical Shaft. Das ist einfach nur ein. Einen Kolben, sag ich mal, also ein Geschäft, sondern hier so ein Stab einfach nur. Kraftübertragung, einfach nur eine, ja, eine Leitung quasi. Nennen wir es einfach mal Leitung. French Horizontal Mechanical Joint. So, ich baue mal gerade mein komplettes Gerüst wieder. Oh, mein Hammer ist kaputt. Ich baue gerade mein ganzes Gerüst wieder ab. Da geht es so um die Ecke, okay. Das ist Eisen nochmal reinschmelzen. Down. Balken müsst ihr ja genug haben, ja. Das ist up. Hier, Mechanical Switch, das wollte ich nochmal angucken. This shaft transmits mechanical power from one place to another. It has a lever to switch upper gear to connect or disconnect mechanical systems on both ends. Das wollte ich nochmal angucken. Zack. Ja, genau das wollte ich haben. Was denn? Den Mechanical Switch. Dann kann ich nämlich die Sawmill und die Gristmill, ja, gemeinsam betreiben. Okay. Und hab nur einen Schalter dran, womit ich umschalten kann zwischen rechts und links quasi, wo er die Kraft hin übertragen soll. Ah. Sehr. Ich brauch wieder Stein. Das wollte ich haben. Ab zum Steinabbau. Ich muss mir noch mal angucken. Ich glaube, die Gristmill kriegt ihre Kraft von oben, richtig? Die... Keine Ahnung. Na, ich muss mir das angucken. Deswegen, du musst ja entsprechend die Leitung legen. Ja. Genau. Diese Mühle nimmt ihre Dings von oben anscheinend zum Mahlen. Den Mahlstein macht das von oben. Währenddessen nämlich die Sägemühle die Kraft von der Seite nimmt. Ja. Das ist ja jetzt bautechnisch dann wieder relevant, was? Ja. So, dann versuchen wir es mal jetzt zu integrieren. So, mein Tisch hier muss mal weg. Da ist noch Gegenstände drin, okay. Der Forschungstisch, der muss mal kurz verschwinden. Ksch. Steine ansammeln. Braucht den Platz. So. Die Sägemühle von der Seite nehmen und die andere von oben. Ja, ein bisschen den Berg umhüllen. Ja. Ach, Steinabbau macht auch nicht gerade viel Spaß. Aber ist eine nötige Aufgabe, wenn man eine Burg bauen möchte. Das stimmt wohl. Ich darf aber echt keinen Boden haben an der Stelle, ne? Wenn ich da so einen Block hinsetzen will. Darf ich keinen Fußboden haben. Okay. Ansonsten kann ich da so einen Block nicht hinsetzen. Und vor allem das Blöde daran ist, ich darf da auch keine Wände haben, Heiko. Wow. Also sonst krieg ich den Block da nicht gesetzt. So, wenn ich die jetzt... Gristmill... Ich umrande hier quasi gerade so einen Berg. Nimmt von oben. Das Problem ist, ich habe Angst, die Wände wegzunehmen, weil ich echt Angst habe, dass irgendwann das Haus einstürzt. Weil ich habe ja schon einige Wände weggenommen. Und da über ist ganz. Sind noch zwei Etagen mit Dach, Heiko. Ja, gut. Kriegt man so ein bisschen Schiss irgendwann. So, dann machen wir hier die. Da brauche ich noch einen Mahlstein. Ach, da brauche ich einen Mahlstein für. Den habe ich ja draußen stehen. Ich kann den draußen ja abbauen, den Mahlstein. Kann ich da reinstellen. Ha.
Und Linst Oil brauche ich natürlich auch wieder, weil ja klar. Natürlich, muss. Ja, ja, der Flachs. Brauchen wir ja mittlerweile ständig, ey. Ja, das ist ja das Problem. Ich muss gucken, dass ich noch genug Flachs habe, um wieder anzusehen, deswegen, ich habe es noch nicht wieder angesät. Ja, mach doch erst einen Sack und dann. Na, einzelner Sack hilft dann ja auch nicht viel. Ich brauche allerdings trotzdem noch den Mahlstein. Ja, komm. Ja. So große Steine habe ich gerade nicht. Bauen wir hier nochmal ab, ich brauche den Mahlstein. Dankeschön. Irgendwann noch ein bisschen Stöcker sammeln und Steine, damit ich meinen. Also muss ich mir nochmal irgendwie einen extra Mahlstein herstellen. Ich glaube, den für draußen werde ich weiterhin brauchen, den ich hier draußen hatte. Naja, wegen Linst Oil schon, weißt du? Das werde ich da drin, glaube ich, nicht herstellen können. Ja. So. Ja. 4, 5, 6, 7. So viel Flachs bei Flöten, ne? So. Dann die Krüge wieder rein. Im Wesentlichen kriegt man die Krüge wieder, wenn man die Gebäude wieder abbaut. Ja. 3, 4, 5. So. Ich will meine Mühle jetzt ins Haus bauen. Die muss ins Haus. Dann kann ich oben einfach die Kraft umschalten, ob ich die auf der Sägemühle haben will oder die auf der anderen Mühle haben will. Ja. So ist der Plan zumindest. Funktioniert ist eine andere Sache, aber so ist der Plan. Mit großen Steinen kann ich einfach, ich soll den Stein vielleicht erst zerlegen, bevor ich es zum Bauen verwende. Oh, manchmal brauchst du auch große Steine. Mal gucken, bei einigen Sachen brauchen wir halt auch große, ne? Ja. Erstmal arbeiten lassen jetzt. Ach. Oh, ey, dieses scheiß Linsteu hergestellt ist auch. Ja. Das dauert auch mal so ewig. Ich hab hier alles, ich hab 5000 von Balken gerade in meinem Inventar, ne? Ja, ich auch. Weil ich gerade halt die Mühle abgebaut habe und bei der Mühle wahnsinnig viele Balken draufgehen, deswegen habe ich Unmengen an Balken und ja, ganz viel. Ja. Ich werde eh noch mehr Linst Oil brauchen, wird mir an die reichen, der jetzt die Hersteller gerade, aber. So. Das war mal. Sollte hoffentlich reichen, dann haben wir gleich alles. So. Hab ich erst wieder. Ein zu viel. So, machen wir erstmal. Da fehlt noch der Mahlstein jetzt. So. So. Jetzt brauchen wir noch die andere Mühle. Die Sawmill. Die muss ich jetzt so platzieren, dass die Kraft von der Seite kommt. Genau, von da. So, mal gucken, wenn ich das Ding jetzt baue, wie das aussieht, ey. So, hier kann ich aber einen Boden hinpacken, da geht ein Boden. Ach du Scheiße, das könnte eh kein normales Ding gebaut ist, ey. Könnte, ja. Der hat 1-2% pro Schlag. Was baust du da nochmal gerade? Der große runde Brüste mit Zinn. Okay. Naja. Große Burg bauen dauert halt ein bisschen halt so. Ja, aber hätte ich ja noch so ein Teil brauche, ey. Down, joins Michelin to power up. Na. Joins transmits mechanical power from one place to another. It connects to other mechanical devices horizontally and vertically up. Genau, nach oben. Aber ich will jetzt nur noch den haben. So. Die kleine Variante davon. So. Eigentlich recht schick, muss ich ja sagen, ne? Okay. So, lieber Heiko. Ja. Wie weit es jetzt kommt. Die Folge schon wieder vorbei. So sieht's aus. So schnell kann es gehen. Ja. So, hier brauche ich mal einen Boden, bitte. Ich hätte gerne mal einen Boden, danke schön. Ja. Wenn ich nicht runterfalle. Ja. Ich bin gespannt, ob nachher der Wehrgang groß genug ist, um da drauf zu passen. Ich schätze aber nicht. Aus bei mir hier, so jetzt brauche ich den Switch.
tollen Switch. Erstmal gucken, wie ich den platzieren kann hier. So, da ist der Schalter. Genau, die Kraft kommt von oben, hoffe ich doch mal. Die Kraft kommt doch von oben, oder? Oh ne. Ewigkeiten am Schlagen hier mit dem. Ich hoffe, der Switch läuft jetzt auch so, wie ich es mir denke. Die Kraft muss von oben kommen. Nicht jetzt hier von rechts oder links war so ein Scheiß. Braucht das von oben. Wir werden es rausfinden auf jeden Fall. Ja. Gut, Heiko. Aber. Die Folge ist vorbei. So sieht's aus. Deswegen sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja. Schaltet wieder ein, wenn es dann wieder heißt. Mit Liebe an Sonias. Bei uns hier auf MicroHazard TV. Wir verabschieden uns dann für heute und sagen ciao, tschüss und hoffentlich wieder, ja, bis morgen. Tschüss. Tschüss.